Sonntag. Heute geht's zum Osterfeuer, also viel Spaß. So, Hallöchen, Freunde. Hallo. Ja, hallo. Wir sind hier im Nebelwald. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob man das sieht, aber man kann es vielleicht im Nebel erahnen, was das ist. Ich zeige euch das am besten dann nochmal, wenn das Auto hier mit weniger Nebel besät ist. Denkt daran, Nebel ist Gift, also so, Freunde, der Nebel ist weg. Na, wer kennt das? So eine schöne Flasche. Das ist übrigens Liquid. Also wer mich auf sozialen Medien verfolgt, der kennt das. Der hat das dann wahrscheinlich da schon mal gesehen. Und ja, keine Flasche. Aber zum Liquid ausgießen ist das ein bisschen, naja, schlecht, finde ich. Hallo und herzliches Willkommen zu diesem Video. Wir sind jetzt wieder im Auto. Moin. Mahlzeit. So, was machen wir heute? Zum Kling fahren. Ja. Wo waren wir denn schon heute? Osterfeuer, aber war zu viel los. Nein, es war nicht zu viel los, es war einfach nur scheiße. Ja, und teuer. Und teuer. Für ein scheiß Bier. 3 Euro. Plus bestimmt noch 1 Euro Pfand. Genau, plus ein 1 Euro Pfand. Also 4 Euro für ein 0,5 Glas. Also, nee. Deswegen fahren wir jetzt zum King des Vertrauens. Also, ja. Nur mal als kurzes Update. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist schon mittlerweile Dienstag. Ja, gestern habe ich nicht so viel gemacht. Ist halt immer so. Nach diesem sehr interessanten Osterfeuer waren sie dann beim Burger King. Das war es eigentlich dann so. Ich gesagt habe, das Osterfeuer war halt nicht so großer Ding. Von der Sharon Box, von der Crown 3. Geschmacklich immer noch die Bombe. Ja. Würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzliches Willkommen zu diesem Video. Es ist schon mittlerweile Mittwoch. Morgen ist es soweit. Ein Tag Probearbeit im Dampferladen in Herford. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich war da auch am Wochenende, um mal mir ein Gerät zu kaufen. Und zwar die Sharon Box, die ihr vielleicht in meinem letzten Vlog gesehen habt. Die ich mal kurz angeteasert habe. Aber ich glaube, die habt ihr auch im Mischen einfach für leicht gemacht. Ja, Mischen leicht gemacht, habe ich das auch mal gezeigt. Dieses Stück Papier hier, kennt der eine oder andere vielleicht, ist es ein Brief vom A-Team, Bundesagentur für Arbeit. Habe ich morgen einen Termin, die wollen einfach wissen, was ich nach dieser Ausbildung hier mache. Wie gesagt, danach dann das Praktikum. Ich sage dazu Praktikum, es ist einfach Probearbeiten. Ja, bin ich mal gespannt, wie das in den Dampferladen läuft. Ob das so gut ist mit den Arbeiten da. Ich denke mal, das wird gut. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis dahin, bis morgen, macht's gut. Servus Leute, es ist jetzt schon Donnerstag, es geht los. Ab nach Detmold, danach nach Herford. Also, viel Spaß.
klappt hervorragend. Ja, Leute. Ich bin fertig mit dem Tag heute. Also die Probearbeit war sehr gut. Sehr gut. Ich kann mir wirklich vorstellen, da länger zu arbeiten. Oder sprich, auch nach meiner Ausbildung da zu arbeiten. Könnte ich mir vorstellen. Aber naja. Lass mal gucken. Die beiden finden mich nett und sympathisch. Ist natürlich immer gut. Ja. Es ist auf jeden Fall um 19 Uhr noch hell. Das finde ich sehr gut. Und weil ich nichts weiteres zu erzählen habe, würde ich einfach sagen, vielleicht bis morgen Abend. Macht's gut. Hallöchen, Freunde. Ich bin's wieder. Wie ich gestern gesagt habe, ja, es ist Freitag und ja, ich muss arbeiten. Sehr schön, einen Tag in der Woche nur arbeiten. Lohnt sich auch super. Es lohnt sich wirklich. Ja. So, streite ich mal zur Tat. Schließ auf. Hallöchen Leute, ich bin's wieder, ich bin im Lager, bei Dreckstapler. Ja, warum ist es Freitag? 8 Stunden arbeiten und dann ist Wochenende. Ja, das gefällt mir. Bin mal gespannt, was ich alles so machen darf. Ja, weil ich bin ja alleine, der andere Azubi, der hat der Urlaub. Mal gucken. Ich melde mich dann nochmal später. Wieder hervorglänzend. Die Schere habe ich natürlich wieder hier. So, steht dran, man sieht's. Osterlager dürftet ihr ja kennen. Ja, das ist ja von meinen ersten Videos noch. Das Lager 4.
Hallöchen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es geht jetzt los mit richtigen Arbeiten. Ja, richtiges Arbeiten. Stellt euch so, Leutchen. Das passt dazwischen. Nix. Ja, das ist wirklich... Kotzgrenze. Hier diese schönen halben Paletten ins Lager 2 stellen. Okay, alles schön und gut. Ja, was habe ich heute Morgen gemacht? Ja, ein paar Sachen an den Laden gestellt. Ja, sonst war das nichts Besonderes. Also das hier ist noch wirklich die beste Arbeit heute. Weil das wirklich mal eine Arbeit ist, die leicht von der Hand geht und nicht so schlimm ist. Bisschen dampfen muss ja auch sein, ne? Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, wir hören uns später, wenn ich dann hiermit fertig bin. Übrigens, wirklich mal ein kleiner Hi. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Was machst du da? Dich beobachten. Aha. Warte, ich muss dich entscheiden. Stell lieber nicht auf scharf, nachher platzt die Linse. Hi. Hi. Hallo. Immer noch nicht scharf. Ist hier was Scharfes zu essen? Nein. Oh. Hi, Gott. Er steht genau vor mir. Mann, ist das nicht schön. Es ist dumpfig. Ja. Ja. So. Also, wie ihr gesehen habt, ich bin dezent. Heute ist noch 3000. Ich habe Feierabend. Ja. Ja. Wie ihr gesehen habt, ich habe auch wirklich gearbeitet. Er hat wirklich gearbeitet, war da. Ja, er war da, er hat es hautnah erlebt. Übrigens, Fahrzeug. Ja. Ne, steht da schön und wartet nur auf uns. Guck mal, da sind zwei Schatten. Ein Münster. Ein Schatten mit zwei Köpfe. Was? Ein Schatten mit zwei Köpfe. Ja. Ja. Wir gehen jetzt mal ein bisschen rum hier mit Gucken. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis die nächste. Ne? Ja. Ja. Bis später. So, da bin ich nochmal. Ich glaube, ich hatte hiervon noch nicht ein, also ich hatte hiervon noch kein Video gemacht. Vielleicht mache ich das heute. Ist das dunkel heute? Spoiler! Nein, Spoiler. Nein, es ist kein Spoiler. Doch. Nein, es ist nur ein Geekweb. Eggis. Was noch nicht gereviewt ist. Ja. Mit dem Emmet 22 Single Coil. Wo das Video auch noch fehlt. Wie gesagt, vielleicht heute. Vielleicht. Mal schauen, wie die Zeit sich ergibt. Übrigens war der Arbeit heute auch schon damit die ganze Zeit gedampft. Oh, wow. Und nicht zu vergessen, das beste Liquid, was er dampft. Leben. Also ich muss echt sagen,
vom Handgefühl sehr gut. Also ich hatte ja vorher schon mal den Eggis Mod. Den hat da jetzt jemand anders. Ja. Aber diese andere Person hat ihn in, was hier in Gunmetal ist, in braun. Und hat den OBS Engine drauf. 25 mm. Ja. Dazu folgt auch ein Video, sobald ich das Gerät wieder habe. Ja. Wisst ihr Bescheid. Bis später. Jetzt bin ich aber geschafft. Ich auch. Jetzt geht das nicht mehr. Ne, Fahrzeug.